So, Hallöchen, herzlich willkommen beim Chocobo-Rennen. Und wir sind ja, wir sind neu hier, wie der Mann uns anspricht. Wir sollen uns nämlich als Jockey versuchen, um unsere Freunde da unten aus dem Wüstengefängnis zu holen. Bist du neu hier? Ach ja, das ist Esther, unsere Trainerin. Die die letzte Folge gesehen haben, wissen's ja. Hi, Joe. Hallo, Esther, du bist hübsch wie immer. Danke. Darf ich bekannt machen? Cloud. Das ist Joe, einer der besten Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Vielleicht mache ich den so ein bisschen westernmäßig. Wenn du zu Esther gehörst, dann. Richtig. Esther. Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon heraufgeschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht nach der Vergangenheit gefragt. Sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann, bis später, Cloud. Howdy! Okay, wir können uns noch nicht bewegen. Der macht noch irgendwas. Ich sehe mal nach dem Chocobo. Warte einen Moment. Wir haben gelernt, war das Abbruch langsamer, Wechseln schneller und so weiter. Ja, gut. Und bei X ein Geschwindigkeitsschub. Gut, was haben die Leute zu sagen am Pokertisch? Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen wird es im Sattelplatz. Ich wiederhole. Oh. Ach, jetzt gehen die schon los. Können wir hier irgendwas machen? Das sind wohl die Koppeln. Aber hier steht keiner drin. Müssen wir wohl mit. Oder? Also wir konnten da nicht durch gerade. Nee, wir können nicht durch. Cloud! Warte, Esther. Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Schokobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einem reitet? Wie war das nochmal? Also zuerst OK drücken, um entweder Auto oder manuell zu wählen. Damit kann man entweder selbst die Kontrolle übernehmen oder den Schokobo allein rennen lassen. Es ist aber ziemlich schwierig, den Schokobo dazu zu bringen, so zu laufen, wie du es willst. Wenn der Schokobo dich nicht mag, folgt er dir nicht. Daran ist nichts zu ändern. Aber die meisten Schokobos, die ich dir gebe, sind sehr sanft. Du sollst also keine Probleme haben. Mit Wechseln kannst du beschleunigen und mit Abbruch kannst du den Schokobo bremsen. Wenn du aber schneller reitest, als der Schokobo rennen kann, verliert er bald seine Ausdauer. Mit den Pfeiltasten kannst du den Schokobo nach links oder rechts lenken. Mit der OK bekommst du einen Geschwindigkeitsschub. Natürlich verlierst du so auch deine Ausdauer schneller. Manche Schokobos sind eher wild und rennen nicht gleichmäßig. Sie haben deshalb auch keine große Ausdauer. Bei diesen Chocobos solltest du die manuelle Steuerung wählen, damit du ihre Geschwindigkeit drosseln kannst. Noch ein letzter Rat für Eilige: Wenn der erste und zweite Chocobo die Ziellinie überschritten haben, drück Start, um das Rennen zu beenden. Dann viel Glück! Ach, momentan steht er auf automatisch. Da können wir gerade gar nichts machen, der macht komplett automatisch alles. Nee, da kann ich drücken, wie ich will. Der wird auch nicht schneller. Und wir sitzen gerade ganz hinten. Los, mach hinne, Cloud. Ich würde ja gerne auf automatisch schalten. Nicht auf automatisch, auf sonst was, aber das geht gerade gar nicht. Und Cloud ist echt gerade das Schlusslicht. Das ist echt blöd. Ich dachte, man kann das vorher auswählen. Und da muss man das wirklich auf der Startlinie auswählen. Na, vielleicht gewinnt Cloud ja trotzdem. Man kann ja Glück haben. Immerhin ist er nicht ganz letzter gerade. Doch, ist er. Ah, nee, Junge, enttäusch mich nicht. Mach wenigstens irgendwas richtig. Der reitet echt wie der letzte Arsch. Los, komm, wenigstens nicht letzter. Er wird letzter. Ist doch nicht wahr. Pech. Du warst in einer schwierigen Lage. Ich hol dir einen besseren Schokobo. Warte hier, ja?
Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen wird zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Ja gut, mit denen können wir nicht reden. Kann man hier irgendwas machen? Ist ja echt scheiße, dass wir gerade gar nichts da machen konnten. Das war ja automatisch auf automatisch geschaltet und wir hatten gar keine Möglichkeit. Esther? Cloud? Ja, komm her. Esther? Esther, wo bleibst du? Hör mal zu, du komisches Zeug aus der Chemie. Ja, Esther. Nee, ich lass die blöden Sprüche. Ja, ich bin doch... Ah, okay, jetzt kommt sie raus. Perfekt. Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Schoko, den ich selbst trainiert habe, ja. Ja, wir wissen, wie man auf einem reitet. Der steht auch auf automatisch, da können wir nichts machen. Den konnte ich gar nicht, aber bei dem sieht es schon besser aus. Oder auch nicht, weil Cloud den gerade ziemlich beschissen reitet. Und der, na gut, es gibt einen, der ist Erster, aber das hatten wir vorher auch schon mal, der hat direkt seine gesamte Ausdauer verbraten. Und mit dem hier sieht es besser aus, auch wenn wir auf automatisch stehen. Keine Ahnung, wie man das umschaltet, weil das hieß am Anfang mit okay, aber pff, das geht ja los, bevor man es einstellt. Boah, aber der andere ist ja echt weit vorne. Aber Cloud ist relativ sicherer Zweiter gerade. Den holen wir uns noch. Da vorne ist er, perfekt. Los, Cloud, an ihm vorbeiziehen. Mach hinne. Los, den kriegen wir. An dem ziehen wir vorbei. Unser Rad einfach die größere Ausdauer, würde ich mal behaupten. Perfekt. Und dann mal weiter. Weit ist es ja nicht mehr. Also Cloud zieht mit dem ja richtig, richtig an. Und schön weiter. Ja, das Ding hat noch Ausdauer, da kannst du richtig rausholen. Los. Da ist die Zielgerade. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Yay! Perfekte Sache. Der freut sich. Der Chocobo scheint sich auch zu freuen. Nur der letzte scheint ein bisschen sehr ausgelaugt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles bestens. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über dein erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass sie alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Mensch, als Musiker war er besser. Ein Geschenk. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Gut, Cloud, ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga gereist zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja, na, wenn du hier deinen eigenen Rennschokobo hast, komm mal wieder vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Ich muss sagen, momentan finde ich die Aufteilung gar nicht so schlecht. So fährst du den Buggy. Klicke OK, um einzusteigen. Drücke Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüste durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in Costa del Sol und Junon vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Wir können hier den Treibsand hoch. Das ist geil. Ich würde aber gerne nochmal zum Gold Saucer. Also wir können hier problemlos hin. Wir können aber auch weiter. Und wir werden ja im Buggy auch nicht angegriffen. Oh ne, doch, wir werden angegriffen. Um Chocobo wird man nicht angegriffen, aber im Buggy schon. Perfekt. Ach, die sind ja relativ harmlos. Oh, Barret braucht
Heilung 2 hat er, wunderbar. Peak Aua. 45, hallo. Ja, die ziehen ja zufällig. Was haben wir diesmal? Nochmal Pick. 88, oh. Barret heilt sich selbst und Heilung 2 ist ja schon geil. 1000! Boah, geile Scheiße. Heilung 1 reicht in der Regel. Ach ja, stimmt, die haben ja nichts zu stehlen. Was hast du diesmal? Vertiefer? Nochmal Pick. Hallo. Langsam reicht's doch mal mit dem Pick. Okay, Tifa hat Limit. Jetzt stirbt mal einer. Ein Fausthagel und da und noch ein Rückwärtssalto und der ist tot. Ja, ich würde sagen, das ist eine beeindruckende Vorstellung gewesen. Vor allem sind jetzt, glaube ich, auch schneller mit dem Buggy. Wir fahren auf jeden Fall nochmal hier hin. Ach, wir müssen aussteigen. Bleibt der draußen? Geil. Dann würde ich sagen, wir fahren nochmal zum Gold Saucer hoch. Weil ich da echt mal in der Battle Arena mitmachen möchte. Ich glaube nämlich, das gibt richtig gut Erfahrung und wahrscheinlich auch richtig gut Punkte, für die man sich was kaufen kann. Oh, da hat jetzt gerade mein Nacken geknackt. Das war nicht gerade angenehm. Ja, können. Ja gut, man kann es anscheinend nicht unterbrechen, aber immerhin dieses erste Hochfahren wird nicht mehr gezeigt. Da ist ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, den nutzen wir auch direkt, auch wenn das 5 Teile kostet. Speicherpunkt, Menü öffnen und speichern wählen, aber jedes Speichern kostet. Ja, ja. Hab wohl keine Wahl. Speichern. Perfekt. So, hey, du da unten. Ich möchte rein. Willkommen im Gold Saucer. Gehört ihr zusammen, ein Einzelkart, bla bla bla, das kennen wir ja. Und 3000 Gil bezahlen, vielen Dank, wir können rein. Gold Saucer, ja. Ja, du wünschst uns viel Vergnügen, das Übliche. Gehen wir mal rein. Gut. Wir wollten zur Battle Arena. Was habt ihr zu sagen? Bist du hier, um zu kämpfen? Ja, das habe ich vor. Mir gefallen Kämpfe, aber ich hasse Großmäuler. Dann gehen wir mal hoch. Sieht ja schon cool aus, dieses, ich sag mal, Castle hier. Mist, ich habe immer noch nicht genug Punkte. Hm? Du bist neuer, nicht wahr? Dann möchtest du sicher die Kampfarena erklärt bekommen. Ja, klar. Kämpfe hier und sammle Kampfpunkte. Du kannst die Punkte dann später gegen Preise eintauschen. Das Kampfspiel, obwohl es nur ein Spiel ist, musst du doch alle deine physischen Fähigkeiten einsetzen. Um teilzunehmen, geh nach vorne und zahl deine GP. Du kannst an bis zu 8 Kämpfen teilnehmen. Je öfter du gewinnst, desto mehr Kampfpunkte bekommst du. Aber wenn du verlierst, verlierst du alle Punkte. Es bleibt also dir überlassen, ob du nach einem Sieg weiterkämpfst oder nicht. Die machen es auch noch durch eine Benachteiligung schwieriger. Sie entscheiden, was für Handicaps es jeweils gibt, und du erfährst erst im Kampf, womit du es zu tun hast. Und noch was, sobald du den Kampfplatz verlässt, verfallen alle deine Kampfpunkte, also pass auf. Oh! Und da ist noch was, du kannst höchstens 65.000 Punkte erreichen. Wenn du also so viele Punkte hast, solltest du sie gegen was eintauschen. Kriegst du hier Kampfpunkte? Herzlich willkommen, im Moment hast du 0 Kampfpunkte. Vielen Dank, bitte vergiss nicht, dass deine Kampfpunkte verfallen, sobald du den Kampfplatz verlässt. Vielleicht wäre ich doch ein bisschen weitergekommen, es ist so schwer zu wissen, wann man aufhören soll. Wenn du nach Gold Saucer kommst, solltest du das Museum des Besitzers wenigstens einmal besuchen. Diesmal werde ich nicht verlieren. Ich glaube, sicherheitshalber, wenn wir mit Cloud alleine antreten müssen, was ich vermute, packe ich mal Schutz weg und nehme mir dafür hier kurz Genesung. Sind wir halt ausgetauscht, macht jetzt ja nicht so viel. Oder war das Heilung? Ich meine, Gift? Behandlung, Wiederbelebung, willst du? Ja, passt. So, meine Dame. Willst du dich für den Kampf anmelden? Die Anmeldegebühr sind 10 GP. Jo, komm, machen wir.
Das ist ein Duell. Wer von euch will teilnehmen? Cloud. Du kannst an maximal 8 Kämpfen teilnehmen. Denk daran, dass dein Handicap steigt und die Monster stärker werden, je mehr Kämpfe du bestreitest. Naja, ein paar Kämpfe werden bestimmt Spaß machen. Und da wir uns heilen können und volles Mana haben... Schöne Arena. Einmal. Ah, Errungenschaft, Kampfarena. Duell von wegen, das sind gleich drei. Seide. Was machen die? Machen die langsamer? 11 Schaden. 142, einer direkt platt. 5 Schaden. Ich weiß nicht, ob wir zwischen den Kämpfen geheilt werden. Aber wir sind extrem langsam. Ah, das ist scheiße. Na gut, da verhalten sie nichts aus und machen keinen Schaden. Vielleicht hätte ich einen Blitz alle oder sowas nehmen sollen. Man muss bei dem Materia echt aufpassen, was man nimmt. Aber egal. Platthauen. Geschafft. Toll. Weiter. Natürlich. Schlitzstart. Level minus. 5 Ebenen zurück. Okay, dann los. Wir sind immer noch so lahm. Miss. 5. 11. Gut, das sind extrem schwach. 38. Okay, der ist härter. Aber scheiße ist, dass wir so langsam sind. Haben wir irgendwas, um unser Tempo zu steigern? Ich glaube nicht. 2 erstmal nichts. Objekt. Ach komm, Giftmüll. Benutzen wir den auch mal. Und alle drei hin. Toll. Weiter. Klar. Zaubersubstanz kaputt. Okay, dann los. Das heißt, wir können jetzt nicht zaubern. Oh, scheiße. Ich glaube, der sieht ziemlich stark aus. Aber der ist auch relativ langsam. Schweig. Wir können ohnehin nicht zaubern, also das zum Schweigen bringen macht nichts. Hoffen wir nur, dass er nicht allzu viel Schaden macht. Schlaf, na toll. Sag mir bitte, dass er nicht trifft. Nein, er trifft. Perfekt. Jetzt müssen wir leider ein wenig abwarten. Monolaser. Ach, 39 Schaden. Aber die Handicaps sind echt böse zum Teil. Also manchmal ist es ja positiv. Ja, ja, lass uns wieder schlafen, schon klar. Monolaser. Okay, er hält ein bisschen was aus, das muss man sagen. Er schläfert uns schon wieder ein. Wir können den Angriff zwar schon festlegen, aber wir müssen immer erst warten, bis er uns haut. Ich würde sagen, nach der Runde höre ich dann auch auf, weil echt mit der Verlangsamung ist das ziemlich scheiße und dass wir nicht zaubern können. Monolaser. He's firing his laser. Ach, kann er das jetzt so oft einsetzen? Alter, aufhören. Oder gehst du hier gerade Enrage? Jetzt setzt er gerade nur noch den Laser ein. Nicht weiter schlimm, aber... Der setzt ihn mir entschieden zu oft ein. Erledigt. Gut. Toll. Nein. Gesamtpunktzahl 43. Trostpreis Papiertuch. Was macht denn ein Papiertuch? Ach, wir haben ja ein
Silberarmband, Papiertuch. Wozu mag das wohl gut sein? Ausrüsten. Das Silberarmband ist nämlich ein ganzes Stück besser. Das Carbon-Teil kriegt jemand anders. Komm, kriegt er mal Feintechnik, auch wenn ich keine Ahnung, was es bringt. Quatsch. Ausrüsten. Komm, Barrett ist noch ein bisschen behind, da kann er den Carbon-Reif brauchen. Ach, haben wir wieder Heilung gekriegt? Ja, wir sind wieder voll. Also ziemlich. Mal schauen, was kann man denn sich hier holen? Also willkommen, im Moment hast du 43 Kampfpunkte, möchtest du sie eintauschen? Ja. Hab's mal anders überlegt. Wobei ich glaube, ich mach's mal so bei der Materia, dass ich Cloud statt der Feintechnik was anderes gebe, nämlich muss ich jetzt kurz Barrett was abnehmen, nämlich die Behandlung. Dafür kriegt der jetzt die Feintechnik. Und der kriegt Behandlung. Gut. Und dann würde ich sagen, mache ich in der nächsten Runde nochmal einen Kampf. Ich finde das ziemlich witzig. Also dann, ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio!